Ja, einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich zu unserer Podiumsdiskussion Embedded Feminism, Frauenrechte als Rechtfertigung für militärische Interventionen. Ich würde gerne nicht ein Ausrufungszeichen, sondern ein Fragezeichen hinter diesen Satz machen, auch wenn im Programm kein Fragezeichen markiert ist. Wir wollen uns ja genau hier und heute Abend mit diesem Thema beschäftigen, ob es denn tatsächlich Begründungen gibt, ganz offiziell in Dokumenten, ob Frauenrechte legitimatorisch als Begründung herhalten müssen für militärische Interventionen. Ich möchte vor allem diejenigen begrüßen, die erst heute Abend zu uns kommen. Ich denke, es gibt einige Gäste, die sich vorgenommen haben, ausschließlich heute zu dieser Podiumsdiskussion zu kommen. Für Sie alle möchte ich noch mal erläutern, dass diese Podiumsdiskussion im Rahmen unserer Konferenz anlässlich des 10. Geburtstags der UN-Resolution 1325 stattfindet. Und die Konferenz hier auf Englisch, auf Deutsch, steht unter dem Motto Krisen bewältigen, bewaffnete Konflikte beenden, friedenserhaltende Strategien oder Friedensstrategien von Männern und Frauen. Embedded Feminism, was ist eigentlich damit gemeint? Ich glaube, viele können mit diesem Begriff gar nichts anfangen, haben ihn noch nie gehört. Und ich glaube, er ist auch schillernd und umstritten und nicht wirklich sauber definiert. Das möchte ich schon mal hier in der Anmoderation zuallererst sagen. Wenn der Begriff kommt, da sind wir auf ihn gestoßen und er wird auch häufiger verwendet, aus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, aus der Geschlechterforschung und beschäftigt sich eben genau damit, was auch Thema dieser Konferenz ist, inwiefern Frauen- und Geschlechterfragen in der Debatte um Legitimität und Illegitimität von staatlicher politischer Gewalt überhaupt eine Rolle spielen. Und ja, welche Rolle spielen Frauenrechte und Geschlechterfragen bei der Legitimation oder Nichtlegitimation staatlicher politischer Gewalt? Es gibt einige ganz wenige Untersuchungen dazu, inwiefern Frauenrechte als Legitimation für militärische Interventionen dienen. Ich sagte es schon, vor allem in der Geschlechterforschung gibt es dazu allmählich eine Diskussion. Und wenn es eine Definition gibt zu Embedded Feminism, dann geht es darum, dass Geschlechterforscherinnen feststellen, dass immer häufiger feministische Diskurse oder feministische Diskursfragmente Forderungen von Feministinnen und Frauenrechtlerinnen nach Geschlechtergleichheit, nach Frauenrechten sich immer häufiger wiederfinden als Begründungen und Legitimationen für militärische Interventionen. Also feministische Diskurse und Fragmente sind eingebettet in eine Legitimation für Intervention. Ich sagte es schon, diese Begründungen finden sich eher wieder in politischen Statements von Politikern und Politikerinnen. Aber vor allem, und das glaube ich, macht auch deutlich, wo der Begriff herkommt, vor allem in der medialen Berichterstattung über Kriege und Krisen. Es gibt eine mittlerweile Reihe von Untersuchungen, die begleiten, inwiefern eigentlich Medien eine ganz wichtige, entscheidende Rolle spielen, eben auch für die Akzeptanz zum Beispiel von kriegerischer Intervention, militärischer Intervention eine wichtige Rolle spielen. Es ist auch so, dass Frauenrechte ganz offensichtlich, der Kampf für Frauenrechte als guter Grund gelten, moralisch zu begründen, warum eine militärische Intervention vielleicht doch eben gut ist. Frauenrechte schaffen damit auch durchaus Akzeptanz für Krieg in einer breiteren Bevölkerung. Und das hat spätestens der Afghanistan-Krieg ausgelöst, eben auch eine Unterstützung bei Feministinnen und Frauenrechtlerinnen, die ja eigentlich in der Regel doch eher dem Friedenscamp zuzuordnen waren. Aber wir haben rund um den Afghanistan-Krieg da ja ganz, ganz andere Äußerungen gehört, eben auch Unterstützung für den Krieg in Afghanistan aufgrund der Tatsache, dass
Taliban und das Taliban-Regime Frauenrechte mit Füßen tritt, missachtet und für elende Zustände von Frauen in Afghanistan geführt hat. Wenn wir uns heute jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen, dann geht es uns darum, diesen ganzen Fragen zu versuchen, auf die Spur zu kommen. Welche Rolle spielen Frauenrechte bei der Begründung, in der politischen Begründung, aber auch in der Berichterstattung? Es lässt sich feststellen, auch in den Untersuchungen, die es gibt, dass Frauen gerade in der medialen Berichterstattung häufig genutzt werden, um zu zeigen, wie Frauenrechte missbraucht werden, aber sehr häufig dann doch vermisst wird, dass Frauen dann ebenfalls als Trägerinnen, als politisches Subjekt dargestellt werden, Frauen tatsächlich diejenigen sind, die mitreden sollen, wenn es um Konfliktbearbeitung geht. Und wir werden heute sicherlich auch über die Fallbeispiele hören, wann und wie häufig Frauenrechte dann auch wieder fallen gelassen werden, zur Manövriermasse werden, zur Verhandlungsmasse werden, wenn es unter anderem darum geht, mit den Taliban in Gespräche zu kommen. Was passiert dann eigentlich mit den Frauenrechten? Sind sie Verhandlungsmasse? Auch die ganze Debatte um Security First, also es geht nur noch um Stabilität, aber nicht mehr um Rechte oder um Frieden, sondern um Security First. Auch da erkennen wir dann sehr schnell, dass Frauenrechte als Begründung eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr spielen im politischen Handeln. Also ich glaube, darum wird es heute auch gehen. All diesen Fragen wollen wir nachgehen, ein ganzes Bündel. Das wollen wir zunächst an zwei Länderbeispielen tun, am Beispiel Irak und am Beispiel Afghanistan wollen wir den Fragen nachgehen, wie es denn dann den Frauenrechten geht in der ganz, ganz konkreten Konfliktbearbeitung. Ich möchte Ihnen jetzt unsere Podiumsgäste auch in der Reihenfolge, in der sie sprechen werden und ihre Inputs geben werden, präsentieren. Einigen, denke ich, jetzt durch die Konferenz schon ganz gut bekannt, ist Nadia Al-Ali. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Nadia Al-Ali ist Professorin für Gender Studies und Vorsitzende des Zentrums for Gender Studies an der School of Oriental and African Studies an der Universität in London. Sie ist außerdem Präsidentin der Association of Middle East Women's Studies und zudem Mitglied des Kollektivs Feminist Review. Wenn ich richtig gelesen habe, sind Sie auch Gründungsmitglied von ACT Together, Women's Action for Iraq, und Sie sind Mitglied der Women in Black im Vereinigten Königreich. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie Gast bei uns sind, aktiv teilnehmen an dieser Konferenz. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie. Zu meiner Linken ist mir eine besondere Freude, Bente Scheller vorzustellen. Bente Scheller ist seit Oktober 2008 Leiterin des Heinrich-Böll-Büros in Kabul, mitten im Geschehen. Bente Scheller hat davor, bevor sie zu uns in die Heinrich-Böll-Stiftung kam, als Senior Program Officer für Syrien beim Aspen Institute, das ist ein US-amerikanischer Think Tank, hier in Berlin gearbeitet und davor auch noch bei der Botschaft in Syrien. Willkommen, Bente. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist und ich glaube, du hast sehr, sehr viel aus deinem Wissen vor Ort, aus der Praxis vor Ort zu berichten, was den Umgang mit Frauenrechten ganz konkret in der Konfliktbearbeitung angeht. Schön, dass du da bist. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Helmut Ganser. Helmut Ganser ist Brigadegeneral im Ruhestand und arbeitet als Experte und Berater zu multilateraler Sicherheitspolitik und zu bi- und multilateralen Verhandlungen in diesem Kontext. Vor seiner Pensionierung im Jahr 2008 arbeitete Herr Ganser 13 Jahre lang an der Schnittstelle zwischen Politik und Militär im deutschen Verteidigungsministerium sowie für die NATO und die OSZE. Er war Dozent an der Führungsakademie der Bundeswehr Hamburg und wird uns hier sicherlich viel Einsicht bieten
in die militärpolitischen Begründungen für Einsätze, für militärische Einsätze. Und wir sind gespannt darauf, inwiefern da Frauenrechte überhaupt eine Rolle spielen. Herzlich willkommen auch an Sie. Zu meiner Rechten freue ich mich, dass Barbara Lochbieler bei uns ist. Barbara Lochbieler, denke ich, kennen ganz viele. Sie ist eine lange Mitstreiterin und Streiterin für Menschen- und Frauenrechte und auch für die Resolution 1325. Seit 2009 ist Barbara Lochbieler Mitglied des Europäischen Parlaments und dort aktiv für die grüne Fraktion im Europäischen Parlament. Sie ist dort im Unterausschuss für Menschenrechte vertreten und sie ist ebenfalls stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten. Von 1999 bis 2009 war Barbara Generalsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty International. Sie ist außerdem ehrenamtlich engagiert seit vielen Jahren bei der Women's League for Peace and Freedom. Und das darf ich auch sagen hier an dieser Stelle, sie ist Herausgeberin eines ganz erst neulich erschienenen Buches. Wir haben es hier in der Heinrich-Böll-Stiftung vorgestellt. Frau, Macht, Veränderung. Das Buch ist, glaube ich, draußen zu bekommen, das hoffe ich doch zumindest. Und ich freue mich sehr, dass du auch gerade in deiner neuen Funktion als Europaabgeordnete hier bist und wir sehr gespannt sind, welchen Blick du darauf nimmst, wie wir mit dem gesamten Thema wie Frauenrechte in die Konfliktbearbeitung Einzug finden und wo du da Schnittstellen siehst oder auch Einwirkungsmöglichkeiten. Schön, dass du da bist und ich freue mich auf die Diskussion. Mit dir. So, wir fangen jetzt an mit dem Beispiel Irak. Frau Al-Ali, Sie haben das Podium. Well, I'm going to speak in English. Well, first of all, thank you very much, Barbara, and thanks to the Heinrich Böll Foundation for inviting me. I should say that my talk is based on two things, really, in terms of two hats I'm wearing tonight. One is that it very much grew out of a book that I co-authored with a dear friend and colleague of mine, Nicola Pratt. The book is called What Kind of Liberation? Women and the Occupation of Iraq. And in the book, we are examining the gap between the rhetoric of women's liberation and the actual policies on the one hand, but also look at the way Iraqi women's rights activists have been maneuvering and positioning themselves vis-a-vis the new Iraqi government, the occupation, and the insurgents as well. But I'm also speaking as a member and founding member of ACT Together, Women's Action for Iraq, and since the 90s we've been trying to raise consciousness about the situation of Iraqi women, first under dictatorship and sanctions and now under occupation, and we're working with Iraqi women's rights activists inside Iraq. Now, at a press conference 2 weeks before the US-led invasion of Iraq, Paula Dobrianski, then Undersecretary of State for Global Affairs, declared, "We are at a critical point in dealing with Saddam Hussein. However this turns out, it is clear that the women of Iraq have a critical role to play in the future revival of their society." Standing next to her were four Women for a Free Iraq. Women for a Free Iraq were a group of Iraqi women living in exile in the United States, formed in January 2003 to raise awareness of women's experiences of persecution under Saddam Hussein. The campaign received funding from the Washington-based Foundation for the Defense of Democracies. Though the foundation is nominally non-partisan, its then president, Clifford May, is a former Republican Party operative, and its board is stacked with prominent neoconservatives. Now, high-ranking US officials, including then National Security Advisor Condoleezza Rice and Vice President Dick Cheney, met with Women for Free Iraq to hear their personal stories and to discuss the future of the country. Now, I just want to insert here that, I mean, I am not going to focus on actually the US scene.
partly because I really want to sort of shift focus slightly and speak about Iraqi women's rights activists. But I also think that having looked at the kind of organizations and the kind of people who were promoting women's rights and were speaking about women's liberation and so on, I personally find it very problematic to use the term embedded feminism, because I think we are really not doing ourselves service here calling those people feminists, because really if you look at them carefully, they have a very anti-feminist agenda. I mean, this is a kind of convergence of neoliberal and neoconservative forces who are using some of the language, but they never actually spoke about things like gender empowerment. I mean, they're using sort of women's liberation, maybe empowerment in a very sort of loose term. Now, the U.S. Department publicized the abuses experienced by women at the hands of the Iraqi regime, including beheadings, rape, and torture. In the UK, where I was based at the time and still am, Tony Blair met a delegation of Iraqi women in November 2002, and the Foreign and Commonwealth Office listed the regime's crimes against women as part of its dossier on human rights abuses in Iraq, also in 2003. Now, the timing of what I can only call sudden interest in the plight of Iraqi women cannot be overemphasized. For decades, many Iraqi women activists in the US, in the UK, all over the world, including members of ACT Together, the Iraqi Women's League, various women in opposition parties, had tried to raise awareness about the systematic abuse of human and women's rights abuses under Saddam Hussein. The atrocities linked to the Anfal campaign against the Kurds, as well as the impact of economic sanctions on women and families in Iraq. But, as one London-based activist told me in 2004, and I quote, "We wrote so many letters and we organized many events, talks, workshops, seminars, demonstrations. They did not want to know. They were just not interested. It was only in the run-up to the invasion that the government started to care about the suffering of Iraqi women. On both sides of the Atlantic, those women who had advocated a military invasion to topple the regime of Saddam Hussein were sought after by government officials and institutions eager to show their commitment to women's liberation. Iraqi diaspora activists were perceived to be the legitimate mediators and bridges to reach a wider population within Iraq. A flurry of meetings, workshops, and conferences bringing together diaspora women and women from the inside marked the early phase of post-Saddam period in Iraq. And here, diaspora women became involved in charity organizations, humanitarian assistance, training programs, advocacy around women's issues, democracy and human rights, and wider political issues. Several Iraqi diaspora organizations and individual activists based in the US and the UK were instrumental in facilitating and encouraging Iraqi women's political mobilization inside Iraq in the early period. Many pro-war Iraqi women activists received high-profile support and media attention in the run-up to the war and in the immediate aftermath. Sumaya, who was involved with a US-based organization in April 2005, described the close cooperation with US government bodies and agencies full of enthusiasm and hope to me. And I quote, "Our group is part of a network that was established in 2002. My husband was very active and involved in this. It is a network of Iraqi-American organizations now consisting about 17 or 18 groups, including Kurdish and Islamist groups. The first time we had a conference was in June 2002. After the conference, the State Department established a working group on Iraq. Then Iraq was liberated. For the first time, women are able to spread their wings. They are forming groups, they are speaking their minds, they are expressing themselves. We are organizing together with the Higher Council of Women inside Iraq. You can't imagine how our women are excited about these events. A lot of them are going outside the country for training. Now they have their freedom."
Now, aside from organizing conferences, seminars, and workshops inside Iraq and within the US or the UK, the initial period after the invasion was characterized by a wave of training programs, mainly training for democracy and human rights, which brought a small number of Iraqi women to the US or the UK. Now, many of the women I talked to who had actually been part of any of the programs were quite enthusiastic. Now, others were much more cynical and expressed anger about, I quote, the training tourism which enables a small group of elite women to travel the world, stay in five-star hotels, and get training in how to do democracy. Now, I should say that I should make clear that I personally have a quite sort of complex attitude towards this. I mean, I think from what I gathered speaking to women who initially, after 2003, went to Iraq, many of them, by the time I spoke to them again in 2005 or 2006, actually left, they came back. And they were very disappointed. I mean, partly, of course, this is a time when the violence started to get much worse. But when I then spoke to some Iraqi, but you know, they were also saying, well, you know, they didn't really welcome us, they didn't really want us, and I don't really understand their mentality. And then I spoke to a number of Iraqi women's rights activists who, you know, had always stayed in Iraq, and they were complaining about these patronizing women from the outside who came and were telling them how to do democracy and women's rights. But I think also, again, I think we need to be very careful in sort of judging here, because I know that when you think about the Iraqi opposition, when I spoke to many women who were supportive of the invasion, there was quite a continuum. I mean, there were certainly some women who very opportunistically went back to Iraq to try to get into power positions and, you know, and to very closely work with the occupation. But this was a minority, I should say. I mean, the majority of women didn't want an occupation, and they did not necessarily want a military invasion either. But they felt that after all these years, this was the only way, they felt this was the only hope to ever get rid of Saddam Hussein. So I think one needs to be also sort of careful in looking at the different motivations in terms of a continuum. Now, also very importantly, inside Iraq, women actually were working together from very early on, those women who were opposed to the invasion and those women who had been pro-invasion were working together inside Iraq, while the diaspora very early on became very polarized. I mean, people were not talking to each other anymore based on their respective position vis-a-vis the invasion and the occupation. One activist told me during her short visit to London in August 2007, dealing or not dealing with the Americans was not the decisive measure for us. We wanted to get things done. We wanted them to work to our agenda. But of course, there were different strategies in terms of contact with the Americans and in terms of funding. According to some women I interviewed, in the early period where there were many Iraqi women activists, especially those from the opposition parties, one activist said, who spent all their time thanking Bremer for getting rid of Saddam and bringing democracy. However, those of us who were critical from the beginning and said so openly were in the minority. However, a white paper produced by the Iraqi National Conference for Empowering Women in Democracy in June 2004, attended by over 350 delegates from all over the country, demanded an end to the occupation and conviction of all inhuman practices committed by the occupying forces against civilian people. Now, over the past years, even those in favor of the invasion acknowledge that the situation under occupation has deteriorated beyond imagination and that women's rights have suffered tremendously. Sausan was initially a fervent supporter of the invasion in 2003, but had changed her mind by 2006. And I quote, "I had so much hope in 2003. I thought the Americans and the British will make sure that women's rights will be protected. We worked so hard despite difficulties from the very beginning. There were conferences, meetings.
We even organized demonstrations and sit-ins. Many educated women started projects to help poor illiterate women, widows and orphans. Things were not great, but I believed that it was just a matter of time until we would manage to find a new way and live in a true democracy. But see what they've done to our country? Our politicians sit in the green zone while ordinary people are being killed every day. Terrorists control the streets and the Americans only watch. Women are targeted, especially those who have a public profile. Miriam, who is active in a women's project in Baghdad, told me in 2005, "We do not have a choice but to engage with the process. It is a reality whether we like it or not, but I have to admit that we spend most of the time campaigning and demonstrating against the way this process has taken place so far. One of our main objections is the exclusion of women and the incompetence of people involved." Now, what the engagement with the political process might mean is open to interpretation and really varies quite a bit from activist to activist. There are individual women and organizations which are in regular contact with the Iraqi government and the occupying forces within the green zone, especially those activists who are also part of political parties. But most of the women with whom I talk to try to stay away from the green zone and avoid as much as possible close contact with the occupation forces while advocating for women's rights. Now, except for a very small minority of women who continue to applaud the democratization and liberation efforts by the occupying forces and the elected government, the majority of women activists actually are deeply disillusioned and disappointed. While generally critical of US and UK policies and Iraqi male politicians, women activists differ in terms of their analysis of what went wrong and strategies forward. And I should say here that also one of the really, I think, very unfair and easy way to criticize Iraqi women's activists, and that mainly takes place from the outside. So Iraqi diaspora activists, some of them, there's a sort of small group who is accusing Iraqi women's rights activists inside of being, well, they wouldn't call them embedded feminists, but they would call them imperialist feminists. This, of course, is an extremely easy way to discredit women's rights activists. And here, actually, maybe we need to sort of also expand the term and look at those women, again, mainly outside, but some of them inside, who are actually glorifying the resistance and the insurgents, and in the name of fighting US imperialism, are constructing, you know, the resistance as the only way forward. And are sort of providing a blanket judgment on all women who are involved in the political process as actually being traitors and imperialist feminists. Now, as Nicola and I have demonstrated in our book, despite the rhetoric of women's rights and women's empowerment, women's rights was the first to be negotiated away and fall in the context of political bargaining and power games. And here, what we point out is, from the very beginning, the conceptualization of women's empowerment that was used was very flawed. It was very much based on neoliberal and neoconservative ideas. It was actually anti-feminist. It was very much an add women and stir approach. And also, I mean, there was no kind of transformative gender analysis in it at all. If anything, I mean, because I don't want to say that, you know, women in Iraq have not achieved anything. They have achieved a lot, but they have achieved things despite US and UK policies and not because of them. And also, while in the beginning, you know, there was sort of lots of money floating around, and of course there was lots of corruption as well, but there was money for projects. After a few years, that funding actually stopped as well. And I very much agree with what Barbara said, that in the beginning there was at least the rhetoric, and so there was the possibility to sort of work with that rhetoric, and there were some, I think, successful instances of transnational feminism where Iraqi women's rights activists managed to campaign together with international women's organizations, particularly in terms of the quota and in terms of trying to stop a law around
the family laws, Article 137. But now, I mean, the last few years, the rhetoric is not even there anymore. There's not even the attempt to pretend to actually be interested in women's rights. And as Barbara said, now it's all about security, about creating order. And how do we create order? We speak to the strong men. We also think about alternative judicial systems and so on. Do I still have a minute, or have I run out? I've run out. Okay, yeah. Now, for the US and UK officials to whom we spoke, Iraqi women were simultaneously the victims of the Saddam regime who needed to be saved, and the heroines who would give birth, and that was actually often the term, the midwives, to the new Iraq, and the objects of US-funded training to fulfill their assumed new roles. Ironically, rather than bringing Iraqi women into the reconstruction process, US policies have increased the daily burden of women ensuring their families' day-to-day survival. At the same time, we have a situation where for many sort of NGOs, international organizations, Iraqi women very much represented the moderating influences in the reconstruction process. Quite problematic in the way women were centralized. But for political forces inside Iraq, women became the symbols, on the one hand, of the very much of the post-Ba'ath Iraq and its Islamic nature. And here, I think, very much women sort of became the idea that, you know, the more sort of the bad, on the one hand, the Ba'ath regime that was sort of more associated with secular policies, and at some point in the 70s, some sort of state feminism. But also, of course, symbols of the insurgents to maintain, to actually resist the imperialist West. And of course, at that point, you know, the louder people in the West were sort of shouting women's rights, the more kind of the resistance using women, both in terms of women's dress code, women's bodies, control over women's mobility and sexuality, very much as a way to resist. Now, the use of women to justify foreign interventions is not new. From Algeria to India, European colonial administrations saw fit to ban or openly criticize a number of practices that they regarded as harmful to women, from the wearing of the veil to widow burning. And we know Gayatri Spivak, who described this process as white men saving brown women from brown men. Now, what I would just like to conclude with is that white men saving brown women from brown men is not necessarily rooted in concerns about women living in oppressive conditions. It is also about white men's masculinity and the need to assert that masculinity over other men. And I think especially in the sort of post-September 11 context and the kind of crisis of US masculinity, I think that also played a role in this rhetoric. Thank you. Ganz herzlichen Dank für diesen, finde ich, sehr differenzierten Beitrag, der nochmal zeigt, wie zuerst Frauenrechte als Begründung bedienen, dann aber auch wegverhandelt werden oder nicht mehr vorkommen. Und ich bin Ihnen auch sehr dankbar für die differenzierte Sicht der unterschiedlichen Positionen, sowohl der Frauen in der Diaspora als auch in Irak selbst, wenn es darum geht, die Invasion einzuschätzen aus der jeweiligen Perspektive und auch wie sich das verändert hat über die Jahre. Danke dafür. Wir haben heute Abend definitiv, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, ein Zeitproblem, mit der Zeit durchzukommen. Ich muss Ihnen zumuten, dass Sie jetzt nochmal insgesamt vier Statements hören und wir erst dann in die Diskussion einsteigen können. Bitte merken Sie sich die Fragen auch zu den jeweiligen Ländern. Wir werden nachher öffnen und ich gebe jetzt Bente zum Thema oder zum Fall Afghanistan das Wort. Vielen Dank. Ich denke, einige der Dinge, gerade was die Debatte, was die Argumentation betrifft, das deckt sich im Falle Afghanistans sehr stark mit der Hinleitung zum Krieg im Irak. Und ich würde hier auch noch einmal den Faden etwas fortführen. Gerade bei Afghanistan denke ich, dass wir im Moment sehr klar beobachten können. Der Drang der internationalen Gemeinschaft ist da, sich halbwegs geordnet aus diesem Land zurückzuziehen.
je stärker dieser Drang ist, desto stärker beobachten wir auch. Frauenrechte treten in der öffentlichen Debatte und besonders, wenn es daran geht, die Wichtigkeit unserer Präsenz dort sowohl militärisch als auch zivil zu zeigen, immer stärker in den Hintergrund. Das, was sich mit dieser Debatte im Ausland noch sehr gut trifft, ist natürlich auch die Enttäuschung in Afghanistan. Auch aus Afghanistan hören wir ja immer wieder, nichts hat sich eigentlich geändert. Nichts hat sich zum Positiven geändert. Es gibt auch Vertreterinnen aus Afghanistan, die hier in Deutschland prominent geworden sind, mit genau der Aussage, dass sich für die Frauen nicht nur nichts geändert hätte, sondern dass es vielleicht sogar jetzt schlimmer sei als unter den Taliban. Das halte ich für eine außerordentliche Randposition und auch eine, die sich in diese Debatte des Abzugs vortrefflich einfügt. Denn das gibt natürlich all denjenigen Vorschub, die sagen, wir hätten schon von vornherein nicht intervenieren sollen und schon gar nicht für Frauenrechte. Und seht ihr, jetzt sagen sogar noch Afghaninnen, dass es heute schlechter ist. Also das ist eine ganz unheilige Argumentationsrichtung, die sich hier breit macht. Und die auch wirklich unterschlägt, was sich tatsächlich geändert hat. Wir hatten heute Morgen die Chance, mit zwei wunderbaren Vertreterinnen aus Afghanistan, Soraya Sobrang von der Menschenrechtskommission und Camila Faisiar, die in den Communities als Trainerin unterwegs ist, zu diskutieren. Die beiden sitzen hier vorne und ich ermutige sie auch, im Anschluss an die Veranstaltung gerne nochmal mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen sollten, ist sicherlich, wie die Situation unter den Taliban war, die wirklich Frauen auch die grundlegendsten Rechte im Alltag verwehrt hat und bei denen die Öffnung, egal wie sie jetzt hervorgebracht wurde, auf jeden Fall eine ganz wesentliche Wandlung bedeutet hat. Selbstverständlich trifft das in erster Linie auf Frauen in den Städten zu und weniger auf dem Lande. Aber ich denke, es ist ein beachtlicher Fortschritt, zur Schule gehen zu können, an Bildung, am gesellschaftlichen Leben oder an Berufen teilhaben zu können. Eine Möglichkeit, die heute natürlich in der Realität immer wieder neu gesichert werden muss. Aber wir sollten diese Errungenschaft keineswegs mit leichter Hand vom Tisch wischen, wie es oft passiert, nur weil aus unserer Sicht die Intervention hierfür nicht angebracht war oder eine militärische Intervention, um dieses zu erzielen. Ich denke ganz im Gegenteil, auch wenn aus heutiger Sicht oder auch schon damals eine militärische Intervention nicht gerechtfertigt erscheinen mag, um für Frauenrechte einzutreten, wäre es jetzt an der Tagesordnung, so viel wie möglich zu tun, um diese Frauenrechte dort eben zu stärken. Denn das ist etwas, worauf wir nur in Friedenszeiten wirklich bauen können, was wir nur jetzt wirklich ausbauen können. Und da wäre es doch eine akademische Fingerübung, die man sich im Ausland leisten kann, sich nur darüber auseinanderzusetzen oder sich weiterhin in die Debatte zu vertiefen, war es eigentlich gerechtfertigt, mit dieser Argumentation da reinzugehen. Aber das wollte ich nur voranstellen. Sicherlich ist es ein sehr beliebtes Argument gewesen und eines, was hier auch heute immer wieder versucht wird anzustoßen, dass Frauenrechte ein wesentlicher Punkt waren, um den Regimewechsel in Afghanistan hervorzubringen. Ich denke, Sie alle werden auch dieses Times-Cover, das vor einigen Monaten erschien, im Kopf haben, auf dem ja auch im Prinzip gar nicht mal in Frageform, sondern schon als Unterstellung bei dieser verstümmelten Frau gesagt wurde, im Prinzip passiert genau das, wenn wir unsere Truppen aus Afghanistan zurückziehen. Dabei wurde natürlich völlig unterschlagen, das passiert nicht nur dann, wenn wir uns zurückziehen, sondern das passiert genau in diesem Moment, in dem wir massiv mit Truppen dort präsent sind. Das ist etwas, was sich durch Truppen in dem Sinne nicht einhegen lässt. Es ist eine viel zu direkte Verbindung, die hier natürlich gezogen wird, zwischen der militärischen Präsenz und Frauenrechten. Das Militär kann dort sicherlich nicht die Rechte jeder einzelnen Frau vertreten oder primär als frauenrechtsvertretende Instanz auftreten. Weder haben wir das je verlangt, noch wäre das etwas, was wünschenswert wäre. Vielmehr ist ja die Idee des Einsatzes dort, Frieden zu sichern oder zumindest eine relative Ruhe zu sichern, in der sich Frauenrechte entwickeln können. Und da ist das meiste Feedback, was wir in unserer täglichen Arbeit als Heinrich-Böll-Stiftung in Afghanistan mit Frauenrechtlerinnen, mit Menschenrechtlerinnen haben. Es ist wichtig, dass eine Instanz hier ist, die einen gewissen Spielraum gewährt, die eine gewisse Ruhe sichert, damit sich vieles entwickeln kann.
Und da sehen wir natürlich in unterschiedlichen Teilen des Landes unterschiedliche Erfolge. Da hängt es natürlich auch sehr von der Performance des Militärs sozusagen ab, von der Art ihres Vorgehens und auch von der Art der Herausforderungen. Ich denke, extrem wichtig wäre hier, wenn das Militär agiert, herauszustellen, wie kann es so agieren, dass eben dieser Ruheraum geschaffen wird, während natürlich aber auch ein massives Engagement der zivilen Seite gefordert ist. Also es ist ja nicht so, dass nur eine gewisse Voraussetzung geschaffen wird und dann entwickelt sich alles von selbst. Gerade in einem Staat, in dem Frauen bewusst und jahrelang von Bildung ausgeschlossen worden sind, von Aktivismus ausgeschlossen worden sind, in der es zwar auch eine interessante Diaspora gegeben hat, aber in dem im Wesentlichen Frauen im Lande selbst so aktiv nicht sein konnten, wie es notwendig wäre, um dann auch in der Zukunft darauf aufzubauen. Ist völlig klar, wir brauchen hier mehr Zeit. Wir brauchen wirklich einen längeren Raum, in dem nicht nur Frauen die Möglichkeit haben, hier einen Aktivismus zu entwickeln und sich entsprechend zu vernetzen, sondern in dem wir auch garantieren, wir stehen für dieses zivile Engagement, für das Capacity Building und wir erwarten nicht, dass das von heute auf morgen geschieht. Und da ist nämlich wiederum das Problem, gerade wenn man auf militärische Präsenz schaut, ist von hier die dringende Frage, wie schnell können wir dort eigentlich raus? Wann können wir Zeitpunkte setzen? Wann ist das erreicht, was wir eigentlich erreichen wollten? Eine legitime Fragestellung, eine sehr verständliche. Aber gerade bei Prozessen, die eine solche Zeit erfordern, wie eigentlich der Aufbau ziviler Strukturen und gerade was Frauenrechte betrifft, Strukturen, in denen diese dann sich so entwickeln können, dass Frauen darum nicht mehr zu fürchten brauchen, ist eine an Terminen orientierte, sehr kurzfristig orientierte Debatte natürlich schädlich. Wir sehen es auch hier wiederum in den täglichen Debatten dort. Die Abzugsszenarien und je kurzfristiger die Termine gesteckt sind, sind dort oftmals nicht Hoffnungspunkte, so dann sind wir endlich die Besetzung los oder die Besatzung vielmehr, sondern es ist oft ein Zeichen, oh je, was passiert eigentlich zu diesem Zeitpunkt und was passiert zu diesem Zeitpunkt mit dem bereits Erreichten. Die Debatte wird im Moment natürlich auch extrem dadurch angeheizt, dass jetzt natürlich mit dem in Aussicht stellen von Verhandlungen mit den Taliban auch das Argument im Prinzip, was ich zu Anfang erwähnte, wieder hochgekocht wird. Man verdrängt bewusst oder unbewusst, wie es eigentlich zu Taliban-Zeiten in Afghanistan für Frauen ausgesehen hat. Man verharmlost im Prinzip das, was damals war. Man verharmlost die Taliban auch heute, indem man sagt, man setzt sich mit den Moderaten an den Tisch und dann verhandelt man irgendwie, wo dort die Frauenrechte stehen. Ist von außen nicht geklärt, die internationale Gemeinschaft bekennt sich hier zu nichts und die afghanische Regierung hat sich bislang ja auch zu nichts in dieser Hinsicht verpflichtet. In diesem Prozess hat man Frauen auch weitgehend ausgeschlossen und gerade heute Morgen, als wir eben darüber diskutierten, was kann die internationale Gemeinschaft hier tun, wurde klar, da ist einfach ein Loch, da klafft die Lücke. Vorher war es prominent, über Frauenrechte zu sprechen. In diesem Jahr haben wir die London-Konferenz gesehen, die weitgehend ohne Zivilgesellschaftsvertreter und weitgehend ohne Frauen aus Afghanistan stattfand. Wir haben eine sehr geringe Frauenpräsenz auf der Kabul-Konferenz gesehen. Die Friedensjirga war ein weiteres Beispiel, wo kaum prominente Vertreterinnen afghanischer Frauenorganisationen, die es sehr wohl gibt, eingeladen waren. Und wir sehen es jetzt im Prinzip als letzten Schritt bei diesem Hohen Rat für die Friedensverhandlungen. Frauen werden systematisch ausgeschlossen und besonders diejenigen, die ein sehr hohes Profil haben, die viele Kenntnisse haben, die Expertinnen wären, um hier mitzuwirken, sind nicht dort und das Ausland schweigt dazu. Und an diesem Punkt wäre natürlich auch eine ganz interessante Frage. Das heißt immer dieses Argument mit den Frauenrechten werde bei Interventionen gemacht, um die Feministinnen zu überzeugen. Mir stellt sich da natürlich auch die Frage, lassen Sie sich erstens wirklich durch so etwas überzeugen? Bekommt man dadurch tatsächlich Feministinnen ins Boot? Und zweitens, wo wären dann diese jetzt in diesem
Moment, in dem politisch völlig klar ist, alles, was wir bis jetzt erreicht haben, und sei es auch noch so weit hinter unseren Erwartungen zurück in Afghanistan, alles, was im Bereich Frauenrechte erreicht wurde, ist zu diesem Zeitpunkt in Gefahr, da das ganze Politische noch einmal umgekrempelt wird, da Verhandlungen mit den Taliban, Einbeziehung der Taliban in greifbarer Nähe ist, da ist es plötzlich außerordentlich still geworden, um die hier sowohl seriös als auch eher als Vorwand vorgebrachte Forderung nach Fraueninteressen, die einbezogen werden sollen und Frauenbeteiligung. Und da wäre eine Sache, die ich sehr gerne mit dem Podium, aber auch mit dem Publikum aufgreifen würde. Kann man sich vielleicht loslösen von diesem Gedanken der ursprünglichen Intervention und ob es da gerechtfertigt war, Frauenrechte zu benutzen? Und was kann man jetzt tun, um auf seriöse Weise Frauenrechte zu fordern, zu fördern und hier zu stärken? Vielen Dank. Ja, danke, Bente, vor allem auch für die Formulierung der Frage, die du hauptsächlich diskutiert haben möchtest mit Ihnen, aber auch mit deinen Teilnehmenden hier auf dem Podium. Ich glaube, wir könnten jetzt sofort diskutieren und sind mitten im Dilemma angekommen, was es bedeutet, einerseits für Frauenrechte zu streiten und andererseits dafür in Kauf nehmen zu müssen, dass ein Land dann eben auch durch einen militärischen Einsatz sich im Kriegszustand befindet mit allen anderen Folgen. Wir werden versuchen, das noch dran zu kriegen und das auch zu diskutieren. Ich möchte Sie, Herr Ganser, bitten, vorzustellen, was Sie sich zu diesem Thema. Ja, vielen Dank. Mal sehen, was ich mir ausgedacht habe. Vielen Dank für die Einladung zunächst. Embedded Feminism ist in der Tat eine schillernde und herausfordernde Hypothese, zu der ich gerne Stellung nehme. Aber lassen Sie mich vorher zwei grundsätzliche Bemerkungen machen. Eine zu Legitimation militärischer Einsätze und die zweite zum Stichwort militärische Intervention. Bewaffnete Einsätze bedürfen in ganz besonderem Maße der rechtlichen und politischen Begründung, viel stärker als bei anderen politischen Themen. Sie können einen Haushalt mit einer Stimme Mehrheit im Parlament durchboxen. Bei bewaffneten Einsätzen oder gar Kriegseinsätzen können Sie das nicht tun. Legalität und Legitimität sind wichtig und ohne gesellschaftlichen Konsens geht das auch nicht. Es ist im Übrigen auch wichtig für die Soldaten, die in einen lebensgefährlichen Einsatz entsandt werden, wie in Afghanistan, und dort unter Umständen in einem zivilen Umfeld kämpfen müssen, gegen höchst brutale bewaffnete Gruppierungen, die ihrerseits auch in Zivil kämpfen. Zweitens zum Stichwort militärische Intervention. Hier möchte ich nur daran erinnern, dass das Militär ein Instrument der Politik ist und dass es immer eine zivilpolitische Entscheidung gibt für einen militärischen Einsatz in Deutschland, in Bundesregierung und Parlament und dass es immer einen klar definierten politischen Zweck gibt oder zumindest geben sollte. Also Politik übergibt nicht die Gesamtverantwortung ans Militär, sondern Primat der Politik und der Diplomatie bleiben. Politik bleibt durchgehend verantwortlich und militärische Führung ist verantwortlich für militärisches Handeln. Aber nun zur Hypothese des Embedded Feminism. Politiker haben in der Tat wiederholt Menschenrechte und Frauenrechte benutzt, angesprochen bei der Suche nach Zustimmung für militärische Einsätze. Beispiel Afghanistan. Ich möchte gar nicht George W. Bush zitieren, sondern Präsident Obama. Es ist aktuell und vielleicht auch interessanter. Er hat bei seiner ersten großen Rede im März 2009 zu einer neuen Strategie für Afghanistan und Pakistan Folgendes gesagt. Er beginnt erst mit dem Entscheidenden. Er sagt, as president, my greatest responsibility is to protect the American people. We are in Afghanistan to confront a common enemy that threatens the United States, our friends and our allies, and the people of Afghanistan and Pakistan. Und dann kommt ein Satz, in dem er Frauen und Mädchen erwähnt. For the Afghan people,
The return to Taliban rule would condemn their country to brutal governance, international isolation, a paralyzed economy, and the denial of basic human rights to the Afghan people, especially women and girls. Zitat Ende. Obama benutzt also eine Kette von Argumenten oder auch eine Hierarchie von Argumenten, bei denen der Schutz des amerikanischen Volkes ganz oben steht und Frauenrechte am Schluss, ganz am Schluss erwähnt werden, sozusagen unterstützend. Und um es klar zu sagen, die militärische Intervention 2001 gegen Afghanistan, gegen das Taliban-Regime, war allein die Antwort auf die Terroranschläge am 11. September. Meines Wissens haben Frauenrechte damals keine Rolle gespielt, jedenfalls keine wesentliche Rolle gespielt. Und ich muss auch sagen, dass man Frauenrechte mit Militär nicht unmittelbar sichern kann. Das hat auch Frau Scheller eben so dargestellt, sondern nur durch zivilen Aufbau. So, was bedeutet das nun für die Hypothese des Embedded Feminismus? Ich denke, sie trifft nur sehr begrenzt die Realität. Nur dort, wo Frauenrechte unmittelbar zur Begründung der militärischen Intervention genannt bzw. akzentuiert werden. Das scheint mir nicht durchgehend der Fall zu sein. Ich persönlich würde Politik- und Redenschreibern immer raten, bei der Frage bei der Legitimierung von Interventionen nur die echten, harten Gründe zu nennen. Warum man sich beteiligen will, beteiligt hat, gerade aus Gründen der Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit, die ja gerade in diesen Zeiten immer mehr von der Politik abverlangt wird. Aber ich würde hier auch differenzieren. Wenn es darum geht, Leistungen darzustellen, also Fortschritte nach einem militärischen Einsatz im Rahmen eines Wiederaufbaus, der vielleicht ohne den militärischen Einsatz gar nicht möglich gewesen wäre, dann ist es völlig legitim, darauf hinzuweisen, dass die Lage von Frauen graduell verbessert worden ist. Oder auch nicht. Man muss das denn so darstellen, wie es wirklich ist. Und ich möchte ein positives Beispiel aufzeigen, und das ist die Argumentation des Auswärtigen Amtes hier in Berlin. Wenn Sie dort mal auf die Homepage gehen und gucken, was da zu Afghanistan steht, dann unterscheiden die in eine Fragestellung, warum sind wir in Afghanistan, und dann die Fragestellung, was haben wir erreicht. Und nur in der zweiten Frage, was haben wir erreicht, werden dann Leistungen für Frauen im Bildungsbereich in Afghanistan erwähnt und auch in der Gesundheitsversorgung. Und ich finde, es ist in dem Kontext völlig legitim, auf Frauenrechte hinzuweisen. Erlauben Sie mir aber zum Schluss noch den Begriff des Embedded Feminism, diesem Begriff einen etwas anderen Bedeutungsinhalt zu geben. Und zwar im Sinne einer größeren und Es ist eine spannende Frage, wenn man einfach mal annimmt oder sich vorstellt, wie denn die Entscheidungsprozesse in den westlichen Regierungen, in der internationalen Gemeinschaft in den letzten 10 Jahren gelaufen wären, wenn Frauen in diesen Entscheidungsprozessen etwa gleich repräsentiert worden wären. Ich habe zumindest die Vision, dass Konfliktmanagement sich produktiver gestalten lässt, wenn es Frauen und Männern gelingt, in solchen Prozessen produktiv zu kommunizieren und zu Lösungen zu kommen. Das ist aber nur eine Anregung, Embedded Feminism mal ganz anders herum zu sehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke auch Ihnen, Herr Ganser. Ich erstmal herzlichen Dank für die Kürze. Wir holen da Zeit. Nein, das ist nicht wie auch immer gemeint, sondern wir haben damit wirklich mehr Zeit für eine interessante Diskussion. Ich finde Ihre These, man solle aufhören zu begründen, dass Frauenrechte das Ziel seien, eigentlich eine sehr gute These, über die wir nachher reden können. Und aufzuhören damit, ideologisch oder wie auch immer Frauenrechte vorzuschieben für militärische Intervention. Ich schließe daraus, dass Sie denjenigen, die das formuliert haben, keinen Glauben schenken, dass Frauenrechte ein wichtiger Grund für Intervention waren. Können wir aber gleich diskutieren. Gut, Barbara. Ja,
Guten Abend, jetzt hoffe ich, dass Sie noch ein bisschen zuhören können. Ich schaue auch auf die Uhr. So, jetzt rede ich als Politikerin. Der Herr Ganser hat gesagt, ich soll echt und harte Gründe nennen, würden Sie eben jeder Politikerin empfehlen. Die Barbara Unmüßig hat am Anfang gesagt, dass Politikerinnen auch oft in Statements durchaus auf die Verletzung von Frauenrechten hinweisen und damit militärische Intervention legitimieren. Und was habe ich mir überlegt? Ich bin jetzt zum Beispiel im Europaparlament sehr mit der Iran-Politik befasst. Im Iran hat es keine Militärintervention gegeben, aber in den Debatten zum Iran ist auch eine Interventionsmöglichkeit immer unterschwellig gegeben. Die bezieht sich jetzt aktiv nicht zur Verletzung von Frauenrechten, aber eben auf das Nukleardossier. Ich habe da schon Sorgen, dass das sich vermischen kann, wenn es gibt, und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich dann aber hart und klar auch mal schauen, was ist die Frauenrealität im Iran. Und wenn ich mir das anschaue, dann stelle ich fest, was schaue ich da an? Ich sehe, dass es ein Land ist, wo es mehr weibliche Universitätsabgängerinnen gibt als Männer. Ich habe eine Situation, wo ethnische Minderheiten wie die Balutschen, die Kurden, die Aseris in den ländlichen Gegenden eine hohe Rate an Mädchen haben, die Analphabeten sind. Warum? Wenn man die Muttersprache in der Grundschule nicht pflegen darf und es keine Sprachkurse gibt. Ich habe eine Situation, wo Frauen so gut organisiert sind, dass sie über 1 Million Unterschriften auch in ländlichen Gebieten sammeln, um diskriminierende Gesetze wie vor der Versicherung oder vor Gericht abschaffen können. Ich habe eine Regierung, die einen Vorschlag macht, eines Family Protection Laws Polygamie wieder einzuführen, wo man nicht einmal den unterschiedlichen Frauen sagen muss, mit wem man noch verheiratet ist und Kinder zeugt. Und ich habe ein Land, wo Frauen teilweise gesteinigt werden können wegen Ehebruch. Ich habe also eine sehr gemischte Situation an Frauenrechten, die erkämpft wurden, die implementiert wurden, den großen Teil an Unterdrückung, an individueller Freiheit und an schwerer Diskriminierung von Frauenrechten. Stellt eine der Frauen, die ich da gesprochen habe, die Frage, dass es eine Lösung gäbe für ihre Probleme durch eine militärische Intervention? Ich habe keine gehört. Könnte denn diejenigen, die zum Beispiel im US-Kongress sich als Let's Bomb Iran Faction bezeichnen, die natürlich das Interesse haben, den Obama zu jagen, die durchaus in ihrer Mischung der Argumentation sich aufs Nukleardossier beziehen, aber auch auf Frauenrechte. Ich weiß nicht, das haben Sie ja gut ausgeführt, ob Sie sich da vom Feminismus getragen fühlen oder ob Sie ganz andere Interessen haben. Und ich muss sagen, ich könnte die Antwort einfach nur eindeutig sagen, nein, eine militärische Intervention würde keine dieses frauenrechtliches Problem lösen, es sei denn, man würde hingehen und sagen, durch die Militärintervention kann ich die jetzige Regierung komplett liquidieren oder ausschalten und ich hätte automatisch eine andere. Auch das wird jetzt zu weit führen, da muss man sich anschauen, wer denn in der Opposition eine feministische Position dazu hätte. Ich würde eher glauben, schon bereits die Drohung mit einem Militärschlag stärkt die jetzige Regierung, die extrem negativ ist für ziviles Leben oder für Frauenleben. Die zweite Beobachtung, wenn es heißt Frauenrechte als Legitimation für militärische Gewalt, von welchen Frauenrechten sprechen wir? Wenn wir global schauen, welche Frauenrechte sind weltweit am meisten eingeschränkt, muss ich sagen, das Recht auf Nahrung. Die meisten Frauen oder die meisten Hungernden sind Frauen und Mädchen. Das ist Recht auf Nahrung, Recht auf Wohnung, Recht auf Bildung, Recht auf Gesundheitsfürsorge, Mangelernährung, Müttersterblichkeit, Recht auf körperliche Unversehrtheit wie Genitalverstümmelung. Ist in irgendeinem Punkt eine Militärintervention für Verletzung von diesen Frauenrechten eine Lösung? Nein. Ich muss sogar noch hinzufügen, die Existenz des Militärischen, dass wir so viele Ressourcen ausgeben für das Militär, das eigentlich doch auch für Zerstörung eigentlich gedacht ist, das hindert sogar die Implementierung von Frauenrechten. Also auch hier eindeutig kann ich sagen, gibt es für mich keinen Grund, da zu sagen, dass militärische Gewalt Frauenrechte schützen wird. Also auch die Vorbereitung auf eine militärische Intervention durch Ressourcenverschwendung
gefährdet und behindert die Verwirklichung von Frauenrechten. Der dritte Punkt, Schutz durch präsentes Militär aus dem Ausland in Kriegs- und Gewaltsituationen. Da, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Städte heißen. Da sind wir, das war aber schon jetzt länger her, nicht meiner jetzigen Tätigkeit, gibt es durchaus Beispiele, dass zum Beispiel im Ostkongo, wo die Gefahr drohte, dass einzelne Städte, ich glaube, es war die Stadt Bunia oder eine Nachbarstadt davon, wo drohte, dass Milizen und unterschiedlichste auf die Stadt zugehen und es wieder Massenvergewaltigungen gibt, dass durch ein schnelles Reagieren von ausländischer Präsenz, auch Militärpräsenz, um diese Stadt zu schützen, es nicht zu solchen Angriffen kam. Und ich erinnere mich gut an Debatten mit Frauen aus Sierra Leone und mit Menschenrechtsaktivisten aus Sierra Leone zu der schlimmsten Zeit vom Krieg, die gesagt haben, du redest, weil ich immer gesagt habe, Militärintervention nie. Ja? Und ich rede da als Deutsche mit einem deutschen dogmatischen Denken, mit einer deutschen Geschichte und mit einem deutschen Blick auf Weltpolitik. Und die haben mir doch deutlich gemacht im Beschreiben ihrer über Jahre Lebensrealität, wenn der Staat kein Gewaltmonopol hat, wenn das Töten und das Vergewaltigen um dich herum dauernd ist, dann komme ich mit dieser Haltung kein Militär nicht weiter, sondern dann muss ich auch verstehen, warum dann die Frauen sagen, jetzt brauchen wir Hilfe, es gibt keine Ordnung mehr. Und da glaube ich, das kann man natürlich nicht so allgemein beantworten, es kann wahrscheinlich punktuell, ja, eine Möglichkeit sein, auch mit militärischer Präsenz Frauen zu schützen. Ich glaube persönlich niemals kann es ein Besatzungskrieg, niemals. Wenn wir das vergleichen, wenn man da schaut, wenn ausländische Truppen wo sind, was haben wir im Balkan gesehen? Wir haben also auch Phänomene von Gewalt gegen Frauen, wie zum Beispiel Zwangsprostitution. Frauenhandel geht hoch. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Und als letztes, schnell, weil das war jetzt, glaube ich, noch nicht so in der Diskussion, wenn ich auch mal geschaut habe, was jetzt die EU dazu tut, muss ich feststellen, dass in den Papieren alles gut geschrieben ist, dass es natürlich auch dort Konsultationen mit NGOs gibt, was die der EU empfehlen würden und dem Parlament, was man besser tun kann. Gibt es eine Broschüre dazu, die gibt es auf meiner Website. Die Medica Mondiale war dort, die European Women's Lobby, die Internationale Frauenliga, der European Peacebuilding Office, die alle haben ihre Empfehlungen ans Parlament gegeben. Die versuchen wir so gut es geht umzusetzen. Ich denke, dass dieses Jubiläumsjahr für 1325 ein ganz guter Anlass ist, alle daran zu erinnern, dass sie das tun sollen. Wir haben im Parlament eine Studie in Auftrag gegeben, die wird aber erst Anfang November veröffentlicht, das ist ungefähr so dick. Ja? Und die haben jetzt nochmal geguckt, was denn genau getan wird zu 1325, was sind die zentralen Forderungen. Ich kann das jetzt nicht alles referieren, aber die haben zuerst gesagt, hauptsächlich, das muss man auch in Deutschland sagen, dass man die Mitgliedstaaten doch nachdringlich auffordern soll, nationale Aktionspläne zu verabschieden, weil diese 1325 Umsetzung in so unterschiedlichen Ressorts ist, dass es durch eine Bündelung an einer Stelle das braucht man, sonst geht's nicht. Aber die Studie hat auch gesagt, in der realen Umsetzung auf EU-Ebene ist es also fast lächerlich. Die haben jetzt nachgeguckt zu dem Thema Geschlechtergerechtigkeit und 1325 in außenpolitischer Arbeit, arbeiten ungefähr 300 Personen, die teilweise in ihren Arbeitsbeschreibungen auch Gender- und Menschenrechte haben. Wenn Sie sich dann angucken, wie viel Zeit die dafür haben, dann finden die, dass davon gerade mal 40 Personen mehr als ein Drittel ihrer Zeit zu Gender- und Menschenrechte in allen EU-Institutionen verwenden. Also das ist ja sehr wenig. Ja? Jetzt haben wir zukünftig einen europäischen Auswärtigen Dienst mit einer Frau an der Spitze, der Lady Ashton. Und es gab jetzt im ganzen letzten Halbjahr Diskussionen, inwieweit zum Beispiel Gendergerechtigkeit, zivile Konfliktprävention und Menschenrechte da Eingang findet, weil in ihren ganzen Entwürfen, und das sind nicht nur ihre, das sind natürlich die unterschiedlichen Institutionen da vorbereiten, gab es kein zu Gender außer im Vorwort, zu Menschenrechte überhaupt nichts und zu Krisenprävention wenig.
Das haben wir, nicht nur wir, aber auch wir Grünen haben da sehr lobbyiert. Und was haben wir erreicht? Gut, wir haben was erreicht, aber gemessen an der Aufgabe sehr wenig. Wir haben jetzt gesagt, dass Menschenrechte zum Beispiel, dass es da bestimmte Arbeitsplatzbeschreibungen gibt in den EU-Botschaften. Okay, wir haben nicht erreicht, dass irgendjemand bei der Kommission, irgendeine Kommissar, eine Kommissarin dieses Thema aufnimmt. Wir haben es nicht hochrangig besetzen können. Wir haben vielleicht eine Abteilung, vielleicht dazu. Und ich glaube, das muss man eindeutig sagen, dass das sehr gering ist. Wir müssen dann schauen bei diesen EU-Missionen, das ist klar, dass die alle Training machen, dass die zurückberichten sollen, aber auch da habe ich die Studie noch nicht gelesen, vielleicht haben wir da mal noch Aufschlüsse, was wir weiter fordern können. Und abschließend noch ein Punkt, weil wir, wenn wir Frauen im Krieg reden, ja viel über die Opfer reden, die Grausames erleiden müssen. Wir müssen aber auch über die Täter sprechen. Wir können das jetzt auch bei Massenvergewaltigungen, weil zum Beispiel der Internationale Strafgerichtshof Vergewaltigung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit ansehen. Das ist wirklich ein großer Fortschritt. Ja. Aber gleichzeitig sehen wir, dass es eigentlich fast einen Stillstand gibt bei der Verfolgung der Täter, die so etwas anordnen. Man sieht es auf, es sind sehr viele, also fast ausschließlich Personen aus Afrika, darum ist es eine ungute Nord-Süd-Debatte beim Internationalen Strafgerichtshof. Nichtsdestotrotz sind es Menschen, die schwerste Verbrechen begangen haben. Und wir sehen, dass eigentlich, jetzt steht zum Beispiel der EU-Afrika-Gipfel an, dieses ganze Thema der Strafverfolgung derer, die Vergewaltigung angeordnet haben, wo man wirklich das gut nachweisen kann, dass das nicht diskutiert werden will und kann, und dass wir eigentlich schon den Kollegen nachlaufen, die auf diese Summits fahren. Es gibt auch ein großes Parlamentarierinnen-Treffen in Kinshasa, um überhaupt diese Strafverfolgung auf der Tagesordnung zu halten. Danke. Ja, danke dir, Barbara, auch dafür, dass du, gerade weil du ja für die Grünen in der sogenannten EU-Iran-Delegation bist, eben auch noch vom Beispiel Iran auf das Beispiel Iran Bezug genommen hast. Wir haben jetzt einen ganzen Reigen von verschiedenen Ländern und auch verschiedene Thesen auf dem Tisch. Wenn ich zusammenfassen müsste, würde mir das doch ziemlich schwer fallen. Aber ich glaube, eine Frage, die uns alle umtreibt, ist, ja genau, Barbara hat es nochmal aufgenommen, was passiert in Ländern, wo es kein staatliches Gewaltmonopol gibt, und eben Menschenrechte, und zwar für Männer und Frauen, mit Füßen getreten werden, ist es dann Responsibility to Protect ein Grund für entsprechende militärische Interventionen oder nicht? Und ich glaube, für Afghanistan kann man schon sagen, auch wenn man sich wünschen würde, dass man die militärische Präsenz von ISAF und NATO etc. Gerne ersparen würde, stellt sich ja trotzdem die Frage, ist das Militär nicht immer doch noch ein Garant für Schutz und das, was du einforderst, Bände, Schutz für Frauen speziell. Und ich glaube, um dieses Dilemma, in dem wir da stecken, können wir uns nicht herumdrücken. Aus Dilemmatas gibt es meistens auch leider keinen Ausweg, das ist das andere Problem, aber ich möchte jetzt einfach die Debatte öffnen, Ihnen Gelegenheit geben, Fragen sowohl zu den Ländern als auch zum Grundthema, zum Oberthema zu stellen. Es gilt die Regel, wie bei allen Podiumsdiskussionen, melden Sie sich, sagen Sie, wer Sie sind. Sie müssen immer wegen der Übersetzung ins Mikro sprechen. Und ich würde mich freuen, wenn es keine langen Co-Referate gäbe, sondern vielleicht kurze Statements, aber auch natürlich Fragen. Und noch schöner ist, wenn Sie konkret sagen, an wen auf dem Podium Sie die Frage richten. Das macht's super einfach für mich. Da hinten war in der Mitte, ja, und dann Herr Zuma. Thank you. Hanna Edward from Iraqi Al-Amal Association. I would just like to a comment on what has been said by my colleague Nadia. That's, I would like to say that, you know, want to clarify
that the Iraqi political situation before the invasion, that there was no political parties inside Iraq. There was no even any women's organizations except the loyal one to Iraqi regime. So that was the preparations of invasions. So the preparations, it depends on political, how you say it, Iraqi, outside Iraq diaspora, and of course the American they use when they speak about human rights, one of the excuses for them for invasions. And women's rights was one of these things. But I feel we were there, and we knew that it wasn't, you know, just a transitional period, because when they came to Iraq, when they came to Baghdad, and when they practiced that already new organizations being founded inside Iraq. So it wasn't there, how we say, they have their great influence among people. Because as you said, you mentioned that one of the papers of the conference, Iraqi conference, from the beginning we were asking for the withdrawal of American troops from the cities, at least, you know. And we asked many times on this from the beginning. So, and then we were organizing ourselves when we spoke about quota, when we spoke about against our order of 137, and then when we mobilized ourselves for the elections, when mobilized ourselves for the constitutions, when we got really a very good, how you say it, benefits of, for instance, that the Iraqi women that they are enjoying to give their nationalities for their children if they are married from the foreigner. It is really, I can say, the brightness of the Iraqi women's movement among in the regional areas. I am saying that it's one of the best practices that we made when we mobilize people on the issues of Iraqi women's rights. Now, gender, violence against women, trafficking on women, trafficking on children, you know, trying to reform for legal reforms in Iraq. This is adopted even by government. Of course, we are suffering from insecurity, and security and peace is one of the prerequisites for the women's advancement and women progress. But though with the very nightmare situation during the sectarian violence, we could continue. But the diaspora and the others who they were pro-invasions or pro-Americans, they went alone. And I think what remains in the country now is the people that they are working for the benefit of the Iraqi woman, and who they are really continuous on that, and they are becoming a factor in the political life even. And they are being recognized by the okay. Islamists. And this is, I think, we have to mm-hmm. make it more advantage that we got, that the free thinking of Iraqi women, though that the invasion has a lot of troubles and problems, and after invasion with the security. Please, sorry. I would like you to, okay, fine, sorry, finally. Der nächste ist Andreas Zumach und dann Marion Böker hier vorne. Andreas Zumach, Journalist in Genf. Ich will auf die Frage nach dem Dilemma antworten. Ich finde, Herr Ganser und Benicella, man muss eine Differenzierung noch machen zur Frage, wie weit hat Frauenrecht eine Rolle gespielt oder nicht. Sie haben völlig recht gesagt, Herr Ganser, bei der amerikanischen Invasion hat es in der Begründung keine Rolle gespielt. Aber bei der Begründung des Einsatzes der Bundeswehr durchaus. Und bis heute in dem Bundestagsmandat, was ja demnächst wieder verlängert wird, steht Frauenrechte auch drin. Nur das war ja, auch daran muss man ja erinnern, ein ganz anderes Mandat, dem ja bis in das Jahr 2004, wenn ich es richtig erinnere, bis in die Friedensbewegung hin viele zugestimmt haben. Denn es ging ja wirklich darum, im damals als weitgehend ruhig sicheren Norden des Landes durch militärische Präsenz nicht Krieg zu führen, sondern eben Wiederaufbau abzusichern. Dass sich das inzwischen zunehmend als problematisch oder Illusion erwiesen hat, weil es im Rest des Landes ein Krieg eskaliert, das ist, glaube ich, unser Problem. Und deswegen wäre meine Frage oder auch Antwortversuch auf Benicella, wenn es so ist, dass dieser Krieg die Taliban und andere, füge ich hinzu, islamistische Warlords, die zum Teil Verbündete waren und es noch sind, Hekmat ja, stärker gemacht hat. Und das sind ja nun alle Analysen auch der amerikanischen Militärs.
dann gibt es ja möglicherweise keine Alternative dazu, den Krieg zu beenden und zu verhandeln. Wenn das realpolitisch so ist, dann müsste doch die Aufgabe und die Rolle jetzt sein, von denen, deren Abwesenheit du aus der Debatte völlig zu Recht beklagt hast, jetzt massiv einzufordern, dass bei diesen Verhandlungen rote Linien klar definiert werden. Ja? Also rote Linien, Positionen, gerade auch mit Blick auf Frauenrechte und so weiter, die dann bei diesen Verhandlungen als unverzichtbar auf den Tisch gelegt werden. Ich glaube nur nicht, dass die Forderung, dass die Militärs bleiben, auf eine absehbare oder unabsehbare Zeit, um das abzusichern, was wünschenswert ist, eine realistische ist, weil es ja, und da gucke man sich den Wandel auch in der amerikanischen Begründung der Rhetorik an, eben längst nicht mehr darum geht, Frauenrechte oder Demokratie oder auch anderes dort zu sichern, sondern es geht darum, einen möglichst gesichtswahrenden Abzug rechtzeitig bis zu bestimmten Wahldaten in den USA hinzukriegen. Seien wir doch realistisch, ne? Ja, mein Name ist Marion Böker und ich habe eine Frage an Babsi. Du hast ja von europäischen Kommissaren geredet, die möglicherweise als Vision benannt werden sollte mit der gesamten Aufgabe. Ich möchte noch mal fragen, ob dir nicht vielleicht auch lieber oder denkbar ist im Europäischen Parlament, dass man eher ins Mandat aller europäischen Kommissare Gender reinschreibt im Sinne von Gender Mainstreaming als Strategie und dann eben, dass sie auch die gesamten Konventionen und Dokumente der UNO harmonisieren sollen und verfolgen sollen, so auch die 1325. Das Zweite war, dass ich noch eine Frage habe, was in diesem ganzen Komplex, welche Rolle hat die Europäische Agentur für Verteidigung? Wie weit gegendert ist die? Aber ich will das nicht ausführen, ich frage dich, du bist ja näher dran. Und dann möchte ich noch mal aufgreifen, dass Herr Ganser gesagt hat, die Verantwortung bleibt bei der Politik. Ich möchte das konkretisieren. Die bleibt bei mir, der Bürgerin, dem Souverän, das heißt bei uns allen. Und in dem Sinne, die auch bei der Politik bleibt, die vorher die Rhetorik, wir befreien Afghanistan für die Frauen unter der Burka. Und das waren hier auch Frauen, also Politikerinnen, die das ausgesprochen laut nach vorne getragen haben. Bleibt doch die Verantwortung auch durch Ziele zu formulieren. Und da nehme ich dann Frau Scheller auf, Zeitmarken zu setzen und zu sagen, wenn wir bis da und dahin das und das nicht sehen und die volle Umsetzung von CEDAW nicht sehen oder sagen wir erstmal 5 Rechte, dann 7 Rechte. Also irgendwo muss man doch mal was definieren, festsetzen und Zeitrahmen setzen. Da muss ich Ihnen auch so ein bisschen widersprechen. Vielleicht habe ich Sie auch falsch verstanden, dass Sie Zeitrahmen als negativ und schädlich betrachtet haben. Also da möchte ich Sie auch provozieren, da was Genaueres zu sagen. Ich halte die nämlich für sehr, sehr sinnvoll und notwendig. Und sehe auch so, dass unsere deutsche Politik auch andere fortschrittliche, sogenannte friedliche Staaten sehr abgeneigt, solche Methoden der besseren Demokratie oder der besseren Regierung anzusetzen, die ja dazu führen sollen, dass es weniger ideologisch, aber methodengesteuert ist, dass wir ideologiefreie Politik betreiben können, die sich an Zielen orientieren, die Menschen wollen und eben nicht die eine Partei versus die andere. Und zuletzt möchte ich noch mal danken, dass Barbara dieses Thema aufgegriffen hat von dem ewigen Konflikt, den wir haben an der Situation. Wir sind ja in Deutschland auch ein Land, was durch eine Intervention nur so dastehen kann wie heute und befreit wurde vom Faschismus, von mehreren Staaten, die sich zusammengetan haben. Dabei war damals leider die UN nicht greifbar. Wir haben jetzt immer so diese Vision, dass vielleicht R2P, also diese Verantwortung zum Eingreifen, eine Lösung sei. Ich möchte auch noch mal fragen hier, was ist, wenn wir in diesem Konflikt sind und sehen, dass diese ganze Resolution und das Gesamtwerk da drumherum ja so gestrickt ist, dass immer noch der merkwürdig konstruierte Sicherheitsrat mit den wenigen Staaten da drin, mit Vetorecht, hier die einzige Entscheidung treffen soll. Also wie schnell dürfen wir R2P zulassen? Wie können wir das eigentlich auch stoppen, um wenn wir sowas wollen. Und da hat die Welt noch nicht, wir alle noch nicht genug drüber geredet. Wann ist eine Intervention, sei es der Genozid ist voraussehbar im Gange oder ein Massentöten von Frauen oder Massendiskriminierung von Frauen im Anmarsch. Ja, also wann dürfen wir das zulassen und wie können wir das? Weil es gab
zuletzt gesagt auf dem Balkan Feministinnen, die uns gesagt haben, wir wollen eingreifen in Den Haag auf der Friedenskonferenz. Also das Dilemma ist groß. Ja, das stimmt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal aufs Podium. Einverstanden? Ich habe schon 3 weitere Wortmeldungen. Ich finde es besser, wenn wir nicht so eine lange Liste sammeln, sondern eher darum bitten, dass es dann kurze Statements gibt. Und ich glaube, in diesem Fall ist klar, an wen die jeweiligen Fragen gerichtet sind. Ich würde Sie bitten, Frau Alali, mit der Frage zum Irak zu beginnen. Und dann machen wir mit Europa und Afghanistan und R2P, also Responsibility to Protect ist dieses ominöse R2P, machen wir weiter. Und es erklärt uns dann der Herr Ganser, was das ist. Ja, genau. Actually, I would like to first quickly go back to Bente's point and her question. Can we distinguish or can we sort of separate the original question whether a military invasion was rightful or not and then the commitment, the serious commitment to women's rights? Because I think it's also in the Iraqi context a very important question. And I think that no matter what your attitude towards invasion, and we can get into sort of principled feminist positions a la Cynthia Enloe that any kind of militarization is not going to actually guarantee women's rights. But if you sort of move away from that and become sort of more pragmatic, first of all, in the Iraqi context, I don't think that that the outcomes were inevitable, that there's also the question of then how do you do it? How do you deal with the situation afterwards? And here I would say that everything that people could have done wrongly, they have done wrongly in terms of really not having done the homework in terms of the political situation on the ground. So that's one issue. The second issue is, yes, I think I totally agree with Bente, then once it's there, it's not good enough to get stuck in this and say that because this was wrong, you know, we should not look into this. I think that that is really important. And I certainly find that in Iraq. And I think that is being used also, like I said before, to discredit people inside Iraq and outside Iraq who are trying to work within the political process because you don't have any other choice. You need to work with the situation. I don't disagree with anything that Hannah is, what you're saying. I think it's a matter of emphasis. My point was really to say, I'm not saying that, you know, Iraqi women's rights activists didn't achieve anything. My point is they achieved something despite the difficulties and despite the lack of proper commitment by the Americans and the US. And the only thing I guess where I would differ is that based on my interviews with many women inside Iraq, there was lots of resentments towards the diaspora, and people like you and a few others are always called the exception, people who stayed there and who were serious. I think the one reason why the diaspora was discredited, also women's rights activists, is because also if you look at the government since 2003, it's mainly people who come from outside and they are not very credible politicians. So I think that has something to do with it as well. Also zu der Frage, ob das gereicht, wenn man Gender Mainstreaming macht. Also das ist ja ein Muss. Und ein Gender Mainstreaming findet sich auch in den Papieren der European Agenda oder Agentur für Verteidigung, soweit ich weiß. Ich bin nicht in dem Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung. Ja? Also inwieweit, also ich nehme das aber an, weil das ist ein, also die sind alle gut ausgebildet. Das Problem ist aber, dass es nicht umgesetzt wird. Zum Beispiel, jetzt habe ich da eben noch mal nachgeguckt, das Parlament hat mit der Frau Ashton, also ich sage es mal in Anführungszeichen der Außenministerin, richtig verhandeln müssen, dass sie sich verpflichtet, konkret was zu Gendergerechtigkeit zu machen. Und zwar mit der nicht argumentativ, warum das zur besseren Arbeit führt, sondern dass man da nicht zustimmt, dass sie ihren auswärtigen Dienst bekommt und auch über die Drohung, dann den Haushalt nicht zu verabschieden. Und jetzt hat sie eine eigene Verpflichtung abgegeben, dass sie auch gesetzlich dieser auswärtige Dienst verpflichtet wird, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern in der Außenpolitik herzustellen, dass
dass sie proaktiv wird, dass sie auch Best Practices von anderen nationalen Ministerien aufnehmen wird. Und da muss man ja gucken, welche Situation wir jetzt haben. Es gibt 135 EU-Auslandsvertretungen und da gibt es davon 7 weibliche Botschafter. Ich weiß es nicht, in welchen Ländern. Ich glaube, da ist nicht London, da ist nicht Moskau, da ist nicht China und da ist nicht USA dabei. Und deshalb, wenn das schon so schwer geht, ja, wo wir so klug und advanced sind in Europa, dann halte ich da gar nichts dafür, dass mit dem Gender Mainstreaming man bei den Kommissaren weiterkommt. So boshaft, ich denke da nicht nur an den Herrn Oettinger, ich denke an alle. Und deshalb brauchen wir da, sage ich jetzt nochmal, das ist nicht so überzogen, da brauchen wir daneben, dass das alle machen sollen, da brauchen wir jemanden, der jetzt, sage ich mal, nur Menschenrechte macht, Frauenrechte auch, als Prävention, dass man nicht zuwartet, bis es so schlecht wird. Und da sind wir weit davon entfernt. Sie hat nicht eine Person hat dieses als als Kommissarin. Ein bisschen die Frau Reding, ein bisschen die Ashton, aber sie ist ja schon hier zu drängen. Und deshalb braucht man beides. Man braucht Gender Mainstreaming und braucht immer auch eine eigene Stelle. Ist gut, wie in der Heinrich-Böll-Stiftung. Braucht man auch beides. Bente. Was die Frage nach dem Zeitrahmen betrifft, möchte ich vielleicht nochmal klarstellen, nicht ich bin gegen Zeitrahmen, es ist nur das Zeitrahmen, je enger sie gesteckt sind, umso weniger geeignet sind genau das, was wir in Afghanistan eigentlich bräuchten, nämlich einen tiefgreifenden Einstellungswandel oder gesellschaftliche Prozesse auch abzubilden. Also gerade wenn wir einen so tiefgreifenden Wandel wollen, wie von einem Regime und eine Gesellschaft wie unter den Taliban hin zu etwas Demokratischem, das können wir nicht übers Knie brechen. Und da ist eben auch wirklich eines der großen Probleme zwischen hier und dort, dass man hier einfach eine große Ungeduld hat. Das beginnt mit der großzügigen Zielsetzung, dass man ja aus diesem Staat etwas ganz anderes machen wollte und das sollte möglichst schnell gehen. Und so hat man, glaube ich, sehr hastig versucht, dort mit sehr viel Geld sehr viel zu bewirken, wobei aber vieles einfach nicht von heute auf morgen zu erreichen ist. Deswegen ist die Idee oder das, was ich meinte mit den Zeitrahmen, ist einerseits, von vornherein wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen, ein langfristiges Engagement vielleicht auf einem anderen Level zu vereinbaren, um aber auch sicherzustellen, man kann die Prozesse, die man dort eigentlich haben möchte, auch entsprechend begleiten. Und wenn es heute um Zeitrahmen geht und eben bestimmte Staaten Abzugspläne veröffentlichen, da ist es eben für manche in Afghanistan durchaus mit Hoffnung verbunden, insbesondere eben militante Gruppen, die sich durch das Militär des Auslands bedroht fühlen, sehen da natürlich ihren Weizen blühen und sagen, gut, also so lange können wir auch schon noch warten, wir sitzen es aus, bis die weg sind. Und für Leute, die sich eben auf die militärische Präsenz internationaler Truppen angewiesen fühlen, ist es ein Signal, damit wird uns eine gewisse Unterstützung entzogen. Und das ist eine Sache, die wir nicht wirklich von uns weisen können, dass große Hoffnungen auf unserem Militär dort ruhen. Das mag uns passen oder nicht, aber das ist wirklich etwas, was immer wieder an uns herangetragen wird. Einerseits als sozusagen gerannte Sicherheit in einer fragilen Ordnung, andererseits aber auch dann differenziert nach Truppen, dass man sagt, so wie die Bundeswehr vorgeht, so wie die Kanadier vorgehen, so wie die Niederländer vorgehen, wenn wir die Wahl haben zwischen denen und dann auf der anderen Seite vielleicht USA, Australien, Großbritannien, deren Truppen, da sind wir immer dafür, dass doch lieber die mit dem sanfteren Ansatz hier bleiben. Also es ist etwas, was dort durchaus von vielen Leuten befürwortet wird oder wo zumindest eine ganz diffuse Angst davor da ist, dass die Truppen gehen und damit wieder ein innerafghanisches Chaos ausbricht, bei dem es eben keine Instanz mehr gibt, an die sich diejenigen, die im Land sind, wenden können und bei dem viele einfach auch Angst haben, sie kommen eben nicht aus dem Land, sie sind darauf angewiesen, dort zu sein und eine ungewisse Zukunft ist dort ein ganz großes Schreckensszenario.
Und insofern auch Ihre Frage kann man da gar nicht so richtig beantworten. Sie haben völlig recht, die Stärke, die Nichtregierungskräfte erlangt haben, bewaffnete Akteure, das ist extrem. Also ich glaube nicht, dass man beurteilen kann, ob es nun unbedingt stärker ist als vorher, wo sie einfach die Regierung gestellt haben. Da würde ich vielleicht doch bezweifeln, dass sie heute stärker sind. Aber man hat gesehen, mit jeder militärischen Aufstockung ist im Prinzip nur eine stärkere Welle der Gewalt auch einhergegangen und eine Dramatisierung der Situation. Das hat dagegen nicht geholfen. Aber auch da kann ich wieder nur auf das verweisen, was ich eben sagte, afghanische Hoffnungen ruhen nichtsdestoweniger auf denjenigen, die man im Moment als die einzigen sieht, die ein gewisses Maß an Ordnung in bestimmten Landesteilen aufrecht erhalten. Und deswegen mag es für uns völlig logisch sein, wenn es immer nur schlimmer wird, dann husch, husch raus. Aber für viele Afghaninnen und Afghanen ist es keine so eindeutige Frage, weil sie sich sehr direkt dadurch bedroht fühlen. Möchtest du noch was zu den roten Linien sagen? Die kamen ja mehrfach und es ist ja nicht so, dass uns die nicht auch beschäftigen würden als Heinrich-Böll-Stiftung. Ich glaube, die roten Linien kann sich jeder nur wünschen, der in irgendeiner Weise am Schutz der Menschenrechte, am Schutz der Frauenrechte und auch wirklich am Schutz verfassungsmäßiger Vereinbarungen in Afghanistan, die bereits getroffen wurden, interessiert ist. Andererseits haben wir natürlich auch eine Situation, in der die Taliban einfach eine gewisse Stärke erlangt haben, die die Regierung in einer sehr schlechten Position dastehen lassen. Ich denke, sie haben es vielleicht nicht alle so aufmerksam verfolgt, jedoch durchaus wahrgenommen, die mehrfach von Karzai an militante Gruppen gerichteten Appelle, doch bitte an den Verhandlungstisch zu kommen und die Zögerlichkeit, darauf einzugehen. Das ist etwas, was aus Stärke der Aufständischen resultiert. Und insofern wünschen wir uns sicherlich rote Linien. Aber wenn es schon so schwierig ist, überhaupt an einen Tisch zu kommen, wenn von eben der Seite, mit der wir eigentlich verhandeln wollen, keine Signale kommen, dass sie auch mit uns verhandeln will, dann gestaltet es sich natürlich entsprechend schwierig, diese Linien erstmal zu stecken. Und dann wäre natürlich die zweite Frage, wie kann man die überhaupt dann auch aufrechterhalten? Wer hat die Macht, jemanden dazu zu zwingen, sich daran zu halten, was ursprünglich nicht vereinbart wurde. Ja, ich denke auch, dass rote Linien oder Essentials notwendig sein werden. Rote Linien, die in irgendeiner Form in einem Equilibrium in Afghanistan in den nächsten Jahren gehalten werden können. Aber das ist natürlich sicher sehr schwierig, Mindestanforderungen zu formulieren und die dann auch durch afghanische Kräfte, irgendwann durch eigene afghanische Kräfte gesichert werden können oder durch irgendeine Art politisches Equilibrium dort, bei dem die Nachbarstaaten wie Pakistan und Iran, aber auch im Norden, sich möglichst heraushalten. Das wird aber sicher sehr schwer. Herr Zumach, Sie haben mit Recht darauf hingewiesen, dass es ja auch die Rolle der Bundeswehr gibt und der ISAF-Kräfte, die Rolle der Absicherung, völlig klar. Es gibt die Rolle der Absicherung, das ist natürlich ein sehr indirekter Weg, auch Frauenrechte zu schützen, denn Absicherung des politischen und gesellschaftlichen Wiederaufbaus in Afghanistan ist ein weites Feld. So finden Sie zum Beispiel im Kommuniqué der Kabul-Konferenz vom Juli 2010 Gleichstellung und Kinderrechte unter Ziffer 10 und danach kommen auch noch viele Punkte. Also es ist ein ganz breites Spektrum. Deshalb zögere ich ein bisschen, nun die Frauenrechte so stark zu akzentuieren und in den Vordergrund zu stellen, was, wenn es um die Rolle des Militärs geht. Dann war es, glaube ich, Frau Böker, richtig, die den Sicherheitsrat und R2P angesprochen hat. Ich habe in meinen 90er Jahren bei den Vereinten Nationen gearbeitet und auch im Sicherheitsrat während der deutschen nichtständigen Mitgliedschaft 95-96 und habe da meine eigenen Anschauungen zu. Ich denke, dass diese R2P-Initiative, also Responsibility to Protect, das ist eine Initiative, die auch dann in eine Resolution Eingang gefunden hat, die eigentlich erstmal dem Sicherheitsrat Feuer unter den Hintern machen soll, dass er seiner politisch-moralischen Verpflichtung nachkommt, bei schweren Menschenrechtsverletzungen oder auch in Genozidsituationen zu handeln. Also in einer Situation wie Ruanda 94 zum Beispiel hätte der Sicherheitsrat eigentlich handeln müssen. Es war völlig legal, dass er nicht gehandelt hat, weil in der Charta nichts darüber steht, dass er immer handeln muss. Aber nach meines Erachtens war es nicht legitim.
dass er nicht gehandelt hat. So, und da jetzt ist Atopie. Jetzt ist aber die Frage, wenn aber Atopie meint oder so interpretiert wird, dass man eine humanitäre Intervention machen kann ohne Sicherheitsratsbeschluss, dann wäre ich sehr skeptisch. Dann wäre ich sehr skeptisch, weil das dieses ganze völkerrechtliche Gefüge in der VN-Charta, dieses Gewaltmonopol oder Autorisierungsmonopol des Sicherheitsrates ja aushebeln würde. Deshalb haben Sie völlig recht, das als Dilemma zu bezeichnen. Und 99 Kosovo war ja ein solches Dilemma, war ein typisches Beispiel dafür, für eine Intervention, die wahrscheinlich nicht legal war, aber wohl legitim. Gut, ich habe eine zweite Runde versprochen. Wenn sich alle kurz und knapp halten, schaffen wir das auch. Ich bin der Meinung, dass wir nicht die Zeit, die vorgesehen war, überziehen sollten, weil ich glaube, wir haben alle viel gearbeitet heute und sind lange hier gesessen in diesem Raum. Eine Runde, Fragerunde, bitte melden Sie sich. Hier vorne, die Frau in dem Grünen. Ah, du bist das. Jetzt, Entschuldigung. Ja, Katrin Köppert. Ich habe eine Frage an Frau Scheller. Einfach nochmal, wie Sie das Wir definieren, von dem Sie die ganze Zeit sprachen, was ich insofern ein bisschen problematisch finde, einerseits sich zu identifizieren mit den Frauen in Afghanistan und sich andererseits zu identifizieren mit dem militärischen Einsätzen und damit auch so eine Unterstellung von einem Feminismusbegriff im Raum steht, der irgendwie so selbstverständlich vorausgesetzt irgendwie damit eigentlich für mich eine westliche Setzung von Feminismus ist und von daher, also was meinen Sie dann auch mit entwickeln, also in welche Richtung soll sich das entwickeln, die Frauenrechte, das ist mir irgendwie, das ist mir zu undifferenziert an der Stelle. Ina Edelkraut, guten Abend. Die Frauenrechte sind ja damals nachgeschoben worden. Es war ja in den USA, es war so eine Emotionalisierung des Krieges. Wo, nach dem Irakkrieg oder in Afghanistan? In Afghanistan. Also wenn wir die Novemberdebatten 2001 nachlesen, die ja sehr unglücklich eigentlich eher eine Diskussion über deutsche Politik waren und erst ganz am Schluss überhaupt auf Afghanistan, auf die Entsendung zu sprechen kam. Damals war es erst Al-Qaida, dann war es die Taliban, dann war es die Zerstörung der Kulturdenkmäler, dann war es der Heroin bzw. Opium und dann kamen die Frauen. Die Frage an Sie, Herr Ganser, wenn die Frauen schon instrumentalisiert worden sind, nach meiner Meinung, und herhalten mussten, um diese Invasion letztendlich zu legitimieren, wie ist die Stimmung innerhalb der Bundeswehr, wenn es dort überhaupt eine Stimmung gibt, die sich so erfassen lässt? Und die zweite Frage an Frau Schiller. Um aus diesem Dilemma rauszukommen, gibt es eine öffentliche Diskussion darüber, eine Art UN-Blauhelmtruppe wie vergleichsweise Liberia einzuführen, das heißt NATO-Truppen raus, Besatzertruppen in Anführungsstrichen raus, aber dafür dann eine legitimierte Blauhelmgruppe. Ja, ich wollte einmal noch auf diese Responsibility to Protect, weil die üblicherweise ja immer nur als was benutzt wird, was, wenn schon das Kind in den Brunnen gefallen ist, angewandt werden könnte. Und dafür müssten dann natürlich klare Kriterien, wann interveniert werden könnte, mit internationaler, also UN Security Council Entscheidung stattfinden. Aber es gibt ja auch die Idee der zivilen Konfliktprävention und da könnte man schon sehr viel eher ansetzen und das ist überhaupt kein Thema in diesem Kontext sehr oft und ich vermisse das auch. Also das halte ich für ein Riesenproblem. Genauso wie ich für ein Riesenproblem halte, dass obwohl immer gesagt wird, zivile Prävention stattfinden soll, zum Beispiel hier in Deutschland, gerade dafür wieder die Mittel gekürzt worden sind. Und auf der anderen Seite, also ich war kürzlich bei einer Anhörung in der Grünen Fraktion zur Perspektive der NATO, da war der NATO-Generalsekretär und der hat eigentlich die NATO als die friedenssichernde Truppe schlechthin dargestellt und gerade auch den Einsatz in Afghanistan. Also da ist die pure und reine Friedenssicherung. Und dann, weil Sie das auch so dargestellt haben, Herr Ganser, Sie haben es vorsichtig formuliert,
dass Sie empfehlen würden, kein Militär sollte irgendwelche Geschichten erzählen, aber Sie tun es und Sie tun es überall. Das ist so ein Punkt, wo das ja auch eine Systematik hat, damit dann eine Zustimmung zu dieser Form der Intervention und auch eine Rechtfertigung für die NATO gibt. Und Bente, da ist nochmal meine Frage jetzt an dich direkt. Auch natürlich mit den Frauenrechten. Wo ist tatsächlich da die rote Linie, wenn wir auch Erkenntnisse darüber haben, dass Frauenrechte in den Verhandlungen immer als erste preisgegeben werden und das wirklich keine Rolle mehr spielt? Einerseits und andererseits, in welchem Verhältnis stehen denn Frauenrechte, wenn ich weiß, dass bei jedem Drohneneinsatz im Moment massenhaft nicht nur also die Zielpersonen umgebracht werden, die vermeintlichen Terroristen, sondern Zivilbevölkerung. Und zwar in einem sehr viel größeren Maße. Das ist ein Kollateralschaden. Und das sind zum großen Teil natürlich auch Frauen. Und das hat ja auch Wirkungen. Gut. Hier auf meiner linken Seite an Herrn Ganser und an Bente viele Fragen. Die beiden hier sind einverstanden, dass sie nichts mehr sagen, weil keine Fragen gingen. Dann haben Herr Ganser und Bente hier das letzte Wort. Wir fangen aber mit Herrn Ganser an. Hm? Ich hatte Ihren Namen nicht ganz verstanden, Frau Edeltraut, oder? Ja, also ich kann Ihnen nicht zustimmen, dass Frauenrechte instrumentalisiert worden sind durch Bundeswehr oder in der Bundesregierung. Es ist mal immer wieder genannt worden, aber gerade in der ersten Phase 2001 bis 2003 ging es zunächst um den Kriegseinsatz gegen die Taliban. Und dann kam diese Stabilisierungsoperation, die zunächst in Kabul begann und dann ISAF genannt wurde und später 2003 von der NATO unternommen worden ist. Ich war damals im Verteidigungsministerium und ich kann mich nicht erinnern, dass wir in Begründungen, Papieren Frauenrechte nun hervorgeholt hätten oder akzentuiert hätten. Es mag immer wieder mal in Reden mit genannt worden sein, auch durch den Verteidigungsminister mal. Und das verstehe ich auch irgendwo, denn der Begründungsdruck wurde immer größer. Und dann neigt man dazu, auch zu solchen Argumenten zu greifen, die vielleicht gerne gehört werden. Ja, das... Ja. Ohne Mikro geht hier. Ich weiß, in diesen Begründungen ist das in der Tat drin, aber es ist nicht akzentuiert oder pommel. Es ist natürlich im Rahmen der Absicherung des Wiederaufbaus, wie ich es eben gesagt habe. Ja, auch wie Sie gesagt haben, es schafft Akzeptanz. Also ich meine, wenn für die politische Begründung wichtig ist, dass es Akzeptanz in der Bevölkerung gibt, dann braucht man sich nicht wundern, dass dann so ein prominent auch von deutschen Medien gespieltes Thema wie Frauenrechte dann eben auch in ein Mandat hineinkommt. Mich wundert es nicht. Yeah, I mean, I don't actually agree with the idea we should stop arguing that women's rights are justification. It depends on justification to whom. If we speak about the population, the citizen, very much so. In Iraq, in Afghanistan, when we speak about maybe your fellow military personnel, no, who cares? But I think in terms of, you know, very much to try to get the people on board, very much there. Okay, ich denke, hier wäre in der Tat eine Studie mal interessant, um mal nachzuweisen an Reden, an Papieren, auch an Mandaten, was da wirklich war. Ich hab nur aus der eigenen Erinnerung, zumindest aus den internen, auch den internen Besprechungen und so weiter, kann ich nur sagen, das spielte eine Rolle, eine sehr untergeordnete Rolle. Ja. Dann möchte ich noch mal etwas sagen zu der Forderung, glaube auch von Frau Edeltraut, oder der Idee, nun die NATO da herauszuholen und Friedenstruppen nach Afghanistan zu bringen, mit einer höheren Legitimation. Ich glaube nicht, dass die Vereinten Nationen oder das Sekretariat der Vereinten Nationen oder die Department of Peacekeeping Operations das für eine gute Idee hält.
weil wahrscheinlich UNO-Friedenstruppen in dieser Situation und wie die Taliban dort kämpfen, völlig noch mehr überfordert wäre als die NATO-Truppen. Zivile Konfliktprävention, Frau Henschel, kann ich nur voll zustimmen, das ist seit einigen Jahren wieder in Vergessenheit geraten. Wir hatten einmal vor einigen Jahren, gerade auch im UN-Kontext, dieses Konzept der Konfliktprävention, auch das Preventive Deployment of Peacekeeping Forces zum Beispiel. Und es gab schon mal einen präventiven Einsatz in Mazedonien. Der ist sehr erfolgreich gelaufen und ist leider in Vergessenheit geraten. Ich stimme voll zu, dass man auch im Kontext von R2P nicht warten sollte, bis die Konflikte da sind, sondern präventiv agieren müsste. Und darunter würde ich einschließen auch präventiven Einsatz von Friedenstruppen im Rahmen eines politischen Konzepts, eines zivilpolitischen Konzepts. Wie überhaupt ja bei den meisten Einsätzen, wie auch in Afghanistan ab 2002, das Ganze ist ein politisch-ziviler Einsatz und das steht eigentlich im Vordergrund. Und das wird dann abgesichert werden durch militärischen Einsatz. Also ich sehe es gerade andersherum, es ist ein zivilpolitischer Einsatz, in dessen Rahmen Militär eine bestimmte Aufgabe hat. Ja, Militär, Frauenrechte. Ich habe nicht, Sie sagten, Frau Henschel, die Soldaten oder die Kommandeure würden ja auch dieses Lied singen, Frauenrechte. Auch da würde ich mal nachschauen wollen, was denn wer gesagt hat. Mir ist auch nicht bekannt, dass NATO-Kommandeure, militärische Kommandeure diesen Punkt Frauenrechte als Begründung akzentuiert haben. Ist mir nicht bekannt. Das kann mal im Einzelfall irgendwo gesagt worden sein, aber es ist mit Sicherheit nicht durchgehend ein Thema. Die haben ganz andere Sorgen in ihrem Einsatz. Zwei Sachen. Im Wesentlichen bin ich mir nicht sicher, ob ich die Frage mit dem Wir korrekt verstanden habe. Wenn ich sage Wir, dann meine ich im Wesentlichen eine hiesige Perspektive und im Wesentlichen das, was ich aus Debatten hier mitnehme. Also gerade wenn es um unsere Erwartungen geht, dann meine ich damit in erster Linie Erwartungen, die ich aus der deutschen Debatte so wahrnehme. Und da denke ich, dass der Wunsch nach raschem Abzug, nach Beendigung des Einsatzes und nach Erfolg dort durchaus prägende Elemente sind. Ich denke, es wäre sinnvoller, das vielleicht bilateral aufzunehmen, wenn es Unschärfen bei anderen Wirs gibt, denn ich kann es, wie gesagt, so jetzt nicht nachvollziehen. Was die Blauhelme, die NATO raus, andere Truppen rein, den Besatzerstatus mindern etc. Betrifft. Ich glaube einerseits, dass es kein Interesse der UNO gäbe, dort mit Blauhelmen aktiv zu werden. Andererseits bin ich mir auch nicht sicher, ob die anders wahrgenommen würden. Denn so klar, wie es für uns hier erscheinen mag, ist es, glaube ich, in der Realität gar nicht so, wen man da eigentlich gerade vor sich hat. Und was nun die Unterschiede zwischen einem NATO-Einsatz, einem Blauhelm-Einsatz oder bilateral entsandten Truppen oder sogar Sicherheitsfirmen sind. Also gerade das äußere Erscheinungsbild sowohl von Operation Enduring Freedom als auch ISAF ist dort sehr, sehr schwer auch zu unterscheiden. Und die Sicherheitsfirmen sehen größtenteils, oder die Vertreter von Sicherheitsfirmen laufen größtenteils auch noch rum wie Militär und benehmen sich deutlich brutaler. Also ich denke, da unterscheidet man von afghanischer Seite gar nicht so sehr, wen man da gerade vor sich hat. Diese vagen Sympathien mit Truppen gewisser Länder habe ich vorhin schon erwähnt. Ich denke, da ist einfach dann für die Leute vor Ort das unterschiedliche Vorgehen erkennbar. Aber deswegen glaube ich, dass es kein eindeutiges Bild dort gibt, Besatzer oder nicht, NATO, UN oder andere. Das wäre, glaube ich, etwas, was sich eher in einer Differenz im Verhalten als nun als in der Aufhängung des Mandates unterscheiden müsste.
Und was die Zivilisten betrifft, die nach wie vor durch ausländisches Militär sterben, das ist ein Punkt, der selbstverständlich die afghanische Öffentlichkeit weiterhin sehr beschäftigt. Wobei auch McChrystals Erbe sozusagen erkennbar ist. Es sterben deutlich weniger Zivilisten. Es gibt auch deutlich weniger dieser undifferenzierten Luftangriffe, die in den früheren Jahren immer wieder zu Schlagzeilen wie Hochzeitsgesellschaft bombardiert etc. geführt haben. Die Angriffe sind im Moment insbesondere im Norden extrem gezielt. Das sind Zugriffe, die wirklich eher weniger als zu viele Leute töten. Eine Strategie, die sozusagen zivilgesellschaftsschonender ist und bei der wir auch zum Teil wiedergespiegelt bekommen, dass man das wahrnimmt. Aber ich glaube, in ihren Auswirkungen ist es letztlich gar nicht ziviler. Wir haben es vorhin schon bilateral aufgenommen. Es gelingt im Moment den Amerikanern mit dieser Strategie im Norden sehr viele Kommandeure der Aufständischen auszulöschen. Wer aber danach rückt, das sind zum Teil deutlich jüngere, deutlich brutalere Leute, bei denen dann letztlich einfach nicht mehr durch das direkte Zugreifen des Militärs, wohl aber durch die allgemeinen Kampfhandlungen, die dadurch ausbrechen, eine insgesamt sehr viel höhere Gewalt geschaffen wird. Also insgesamt kommen wir aus diesem für Zivilisten männlich und weiblich extrem schädlichen Gefüge lange noch nicht raus. Ja, jetzt sind wir mit einer Afghanistan-Debatte geendet. Das war auch klar, wer Afghanistan als Fallbeispiel auf dem Podium vertreten hat, der hat auch eine Debatte darum, dass man sich natürlich auch hier in aller Kontroverse und mit allen Fragen um den Abzug, ja oder nein, wie schnell und was bedeutet es, auseinandersetzt. Wir haben hier versucht, einen Bogen zu spannen dazu, dass Frauenrechte, und das hat sich bestätigt, finde ich, auch durch die Fallbeispiele, rhetorisch und damit durchaus auch embedded, würde ich mal sagen, immer häufiger in politischen Statements von denjenigen, die nach politischer Akzeptanz für militärische Interventionen sorgen, vorkommen. In der Realität Frauenrechte dann aber von denjenigen, die politisch gestalten oder wiederaufbauen, wenig beachtet werden oder wegverhandelt werden oder fallen gelassen werden. Wir haben in Afghanistan konkret den Fall, dass es nach wie vor hier, finde ich, fast ein schier unauflösbares Dilemma gibt, wie viel militärischer Gewalt man eigentlich legitimieren kann, um eben gerade auch Frauenrechte zu schützen. Ich habe darauf keine Antwort, muss mich damit aber auch als Verantwortliche für unser Büro in Kabul auch dauernd auseinandersetzen. Das tun wir auch. Ich möchte einfach hier ganz, ganz herzlich Frau Al-Ali ganz herzlich danken, Barbara Lochbieler, Bente Scheller und Helmut Ganzer für, finde ich, doch eine spannende und auch noch jetzt spätabendliche Diskussion. Morgen um 9.30 Uhr geht es weiter. Wir hören hier einfach nicht auf. Ja, wir machen weiter und versuchen, alles auszuleuchten, was es zum Thema der Konferenz zu sagen gibt. Ich bewundere Ihre Geduld, Ihr Zuhören, Ihren Wissensdurst und möchte mich vor allem auch bei Ihnen im Publikum ganz, ganz herzlich für Ihre Hierbleiben und für Ihre Geduld und Ihre Fragen bedanken. Tschüss und bis morgen. Danke.